Sanftmut, er war unendlich geduldig. Ich vermute, biografisch auch durch seine Ehe begünstigt. Er musste einfach sehr geduldig sein. Virginia ist sehr temperamentvoll. Aber er war eben auch im Denken sehr bestimmt. Und dort gab es eben keine Form von Unklarheiten. Und diese Eigenschaft, dass er eine ebenso liebenswürdige, herzliche Persönlichkeit wie eben auch eine bestimmte Denkart hatte, die zeichnete ihn aus. Sehr geradlinig gewesen, weil seine Ausbildung, die er insbesondere durch das Studium der fichtischen Philosophie genossen hatte, auch der kantischen, aber vor allem der fichtischen, dass er von dort her eine sehr dezidierte Form des philosophischen Fragens sich angeeignet hatte. Man nennt das fachsprachlich Transzendentalphilosophie. Aber er war zugleich auch jemand, der bereit war, immer bereit war, neue Fragen aufzunehmen, wie es nicht bei allen Philosophen der Fall ist. Er hatte einen Lehrer, der ihn in der Philosophie Fichtes unterrichtete. Das war in München, als er dort war, als Alexander von Humboldt Stipendiat. Das war Reinhard Laut. Und bei Reinhard Laut habe ich auch ein Semester in München studiert, und so dass wir eine gemeinsame Basis hatten, als wir uns dann später kennengelernt hatten. Also Marek Simeks Vorstellung von der Philosophie kann man vielleicht knapp zusammenfassen. Er ist einmal ein historisch sehr gebildeter Philosoph gewesen. Er kannte sich sehr gut aus in der deutschen Aufklärung, nicht nur in der deutschen, in der internationalen Aufklärung und dann insbesondere im deutschen Idealismus. Aber er hatte eine systematische Fragestellung, die er in einigen seiner Schriften einmal als die Frage nach der Existenzform von Sinn charakterisiert hatte. Er spricht von einer Ontologie der Sinnverhältnisse. Damit gelang es ihm, aus dem Potenzial des deutschen Idealismus Fragen zu stellen, die auch systematisch für unsere Zeit von enormer Bedeutung sind. Denn wir leben nun mal in Sinnverhältnissen und wir leben nicht als physikalisch charakterisierbare Gegenstände. Und das ist vielleicht sein innerstes Anliegen gewesen, auf eine kritische Bestandsaufnahme der Sinnverhältnisse, in denen Menschen menschenwürdig leben können, zuzudenken. Ich würde ihn gar nicht so gerne nur verorten im Kontrast oder im Bild der deutschen Philosophie, sondern durchaus auch der polnischen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Polen ein glänzendes Profil, intellektuelles Profil im 20. Jahrhundert aufzuweisen hatte, trotz der Turbulenzen, auch große philosophische Schulen, die Schule von Warschau und Lemberg, also Alfred Tarski, und aber eben in Warschau auch die große Schule der ideenkritischen Denker, und das ist Leszek Kolakowski oder Bronislaw Baczko, und Kotabinski später, der so eine vermittelnde Stellung hatte. Und bei Baczko hat Marek Simek vor allem studiert, auch bei Adam Schaff und bei anderen großen Namen. Und das ist vielleicht prägend für ihn gewesen. Er hat immer sehr warm von Bronislaw Baczko gesprochen. Und insofern hat er immer mehr akzentuiert, als es vielleicht die deutschen Philosophen taten, den Aspekt der Freiheit, auch aus seinem Hintergrund des deutschen Idealismus. Es war schon so, dass die wissenschaftlichen Leistungen, die im Transfer, wie Gesine Schwan das in ihrer Laudatio auch mustergültig vorgetragen hat 2006, während der Zelebration hier im Nebenraum, die hervorragende Leistung von Marek Simek bestand vor allem auch darin, dass er den Austausch zwischen polnischen Denkern und polnischer Philosophie und deutschen Denkern deutscher Philosophie
besonders befruchtet hat. Aber das gilt natürlich nicht nur. Er ist nicht nur auf dieser Achse, die wir ja gemeinsam dann auch in den letzten 10 Jahren dann mit Kongressen hier in Bonn, zwischen Warschau und Bonn, immer wieder neu aufgelegt haben. Wir haben um diese Achse immer herum auch andere europäische Länder wie Frankreich, Italien, Ungarn und auch die Sowjetunion, das war die letzte Veranstaltung mit ihm zusammen, wo er schon krank war, veranstaltet, sodass man sagen kann, er ist wirklich ein Global Player gewesen, was das Denken angeht. Und er war ja auch in Südamerika, man muss das, darf das nicht vergessen, und hat auch in Frankreich sehr viel Lehrveranstaltungen gehabt. Und er war immer ein Gesprächspartner, der für ein Philosophieren offen war, das bereit war, sich als einen Vernunftuniversalismus zu verstehen zu geben. Wenn man sein Hauptinteresse, also Mareks Hauptinteresse an philosophischen Fragestellungen liest von Fichte her, dann erinnert man sich an den Ausspruch von Fichte, dass dem Philosophierenden zugemutet wird, Sinn zu haben für den Sinn. Das steht an irgendeiner Stelle bei Fichte. Und daran war Marek auch interessiert. Nicht so sehr daran interessiert, die Vorgeschichte unserer Sinnverhältnisse, in denen wir nun mal leben, zu analysieren, sondern die gelingende Praxis innerhalb der Sinnverhältnisse. Diese Frage, warum betreibt man eigentlich Philosophie, wird einem natürlich oft gestellt. Und diese Frage ist ebenso einfach, wie man sie auch möglichst einfach beantworten sollte. Ich würde das so machen, indem ich sage, Philosophie ist eine Unternehmung, die mit der Bewirtschaftung des formellen Gewissens der Menschheit zu tun hat. Das klingt ein bisschen schwer verständlich, ist es aber gar nicht. Wenn man es vielleicht ergänzen würde und sagen, dass wir die Frage, was ist der Mensch, was sind die Reichweiten seiner Erkenntnismöglichkeiten und was sind die Verpflichtungen, die er in der Praxis eingehen muss, wenn man das mit zur Beantwortung stellt oder diese Frage stellt, dann wird man auf so etwas wie ein formelles Gewissen der Menschheit stoßen. Und das ist auch etwas, was Marek Simek beseelt hat, dass die Verantwortlichkeiten, also englisch gesprochen Commitment Research, dass das zum Zentralpunkt der Philosophie gehört und deswegen betreiben wir es, weil wenn wir das nicht täten, würden wir peu à peu, Stück für Stück vergessen, was der Mensch ist. Und das wäre das Schlimmste, was dem Menschen passieren könnte. Aber im Wesentlichen ist die Basis für seine politische Vision Kant gewesen. Also man kann auch heute nicht so tun, als ob Marx keine nennenswerte Stimme in der Geistesgeschichte ist. Das wäre völlig absurd. Wir wissen, wo gewisse Defizite sind. Das heißt aber nicht, dass wir diesen energischen Zugriff, Hegel in ganz konkrete Sinnverhältnisse einzubetten, derart, dass auch die gesellschaftlichen Realitäten sichtbar werden, was Hegel im Übrigen auch schon in seiner Rechtsphilosophie insbesondere vorhatte und auch praktiziert hatte. Also insofern ist Marx ein ganz konsequenter Denker Hegels gewesen, aber er hat ein entscheidendes Defizit und das ist auf dem Gebiete der Anthropologie zu suchen. Bei ihm verschwindet, und mit zunehmendem Alter von Marx immer mehr, bei ihm verschwindet das Individuum. Und der deutsche Idealismus denkt vom Individuum aus, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das beginnt mit den Feuerbach-Thesen des jungen Marx bereits. Das Individuum ist nichts denn Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Und dieser Satz ist der entscheidende Sündenfall, denn das ist das Individuum sicher nicht. Natürlich bleibt es gesellschaftlich bezogen, ist aber in und durch die Gesellschaft immer unendlich weit über sie hinaus.
Und das verschwindet beim späten Marx. Und das hat Marek Simek und andere natürlich, Leszek Kolakowski besonders, sehr deutlich herausgearbeitet. Und das ist auch richtig. Was man zu Marek Simek auf jeden Fall sagen muss, ist eine Eigenschaft, die sogar habituell auffällig geworden ist bei ihm, das ist sein Humor. Und er war von einer begnadeten Art, die Dinge nicht zu sehr sich im Raum hart zu treffen zu lassen, sondern von enormer Elastizität. Und dieser Humor bekundete sich vor allem darin, dass er auch hervorragend lachen konnte. Und insbesondere da, wo falsche Posen ihm gegenübertraten und er sich darüber köstlich amüsieren konnte.